Pablo Hagemeyer ist Arzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Experte für Narzissmus. Seine Sachbücher sind Spiegel-Bestseller. Für Goldkind bringt er seine Kenntnis als Beirat ein und klärt auf. Gemeinsam wollen wir den Familien und Kindern von Narzissten helfen. Denn mit ihnen umzugehen ist nicht leicht. Die direkte Konfrontation löst bei Narzissten meist nur Abwehr aus und der Kreislauf manipulativer Verhaltensweisen geht einfach weiter. Doch es gibt Wege aus dieser Schleife. Darüber spricht Narzissmusexperte Pablo Hagemeyer hier anhand von Beispielen aus seiner Praxis. In diesem Video lernst du etwas über Empathie im Spiegel des Narzissmus. Typischerweise nutzt eine narzisstische Person Empathie, um eigene Bedürfnisse durchzusetzen und zu erreichen und um andere Menschen zu manipulieren. Empathie bezeichnet die Fähigkeit, mit dem anderen mitzufühlen, sich durch die eigene Vorstellungskraft emotional anstecken zu lassen, die Perspektive des anderen einzunehmen und wirklich betroffen und berührt zu sein von seinem Erleben. Narzisstische Personen können diese Fähigkeit ein- und ausschalten. Es gibt aber auch solche, die aufgrund von frühen Erfahrungen und Vererbung nur sehr rudimentär oder gar nicht zu Empathie fähig sind. Gefühle überfordern sie regelrecht. Betroffene erkennen gar nicht, dass andere Menschen leiden, emotionale Not erleben und starke Gefühle haben. Sie sind sogar blind dafür. Dennoch kann grenzverletzendes Verhalten durch Empathielosigkeit passieren. Und dann muss man das klar ansprechen und demjenigen sagen, was einen verletzt hat. Dabei hilft dir dieses Video. Empathie ist ein komplexer, kognitiver und emotionaler Vorgang. Im wirklichen Leben ist Empathie hochmanipulativ einsetzbar und leicht zu missbrauchen. Räumen wir erstmal mit dem Vorurteil auf, Narzissten seien von Natur aus unempathisch. Das sind sie nämlich nicht. Der Unterschied zu einem Nicht-Narzissten besteht schlicht darin, dass der Narzisst im Laufe seines Lebens gelernt hat, Empathie ein- und wieder auszuschalten, je nachdem, welcher Modus ihm gerade nutzt. Der Narzisst denkt sich etwas und stellt es her. Mit Gesichtsausdruck, mit Worten und mit Taten. Hilft es ihm, sich einer Situation anzupassen, indem er nett ist und sich so weit verhält, wie andere es sich gerade wünschen? Dann tut er es. Ist das Ziel erreicht, stellt der Narzisst das Nettsein umgehend wieder ab. Einem Verkäufertypen ist Dominik auf dem Leim gegangen. Dominik selbst, einer nach eigener Aussage Trickser-Typ, wirkte unsicher und trat gleichzeitig sehr großspurig auf. Eine Kombination, die ihn besonders anfällig machte für Gurus aller Art. In seinem Fall ein selbsternannter Verkaufsgott namens Kurt. Der schmeichelte Dominik und lockte mit dem großen Geld. Kurt baute Dominik als seine Nummer 2 in der Beratungsfirma auf, die ahnungslose Rentner abzockte. Die Riege williger Mitarbeiter wurde mit Hinhaltemanövern, mickrigem Gehalt und einem Feuerwerk an Anerkennung gefüttert. Kurt gab ihnen Liebe, Halt, Nähe. Aber als die Kripo vor der Tür stand, war es Dominik, der die Schuld bekam und ins Gefängnis ging. Wie hat der das gemacht? Und woran erkenne ich einen wie Kurt? Eine narzisstisch böse spielende Person schaltet genau diese Empathie ein, um dich durch Lob, Bewunderung, Anerkennung und Bestätigung aufzuwerten und deine Aufmerksamkeit zu binden, um deine Kooperation auszulösen, um dich auf der Beziehungsebene zu kapern, damit du dich selbst offenbarst und spontan und unüberlegt ganz viel von dir erzählst. Auf diese Weise gelangt der Narzisst an wichtige persönliche Informationen über dich, mit denen es dich bestätigen kann, aber die auch schmeicheln kann und auch kontrollieren kann. Um durch Kontrolle, Aufmerksamkeitsbindung, Bestätigung, Lob, Anerkennung von etwas anderem abzulenken,
Beispielsweise kriminelle Machenschaften wie bei Kurt. Um dich mit Nebensachen zu beschäftigen, die deine Aufmerksamkeit binden und dich dadurch schwächen. Um die Kontrolle über die Situation zu haben, ohne inhaltlich etwas Substanzielles oder wirklich Neues beizutragen. Als Schluckhilfe für unangenehme Entscheidungen oder unangebrachte Handlungen. Um den sogenannten Gaslichteffekt einzusetzen, also freundlich Zweifel zu sehen, dich zu destabilisieren, zu verwirren und zu schwächen, um dich enger an sich zu binden. Eine narzisstische Person schaltet Empathie aus, um dich zum Gegenstand, zum Opfer oder Täter zu machen, um Konflikte aufrechtzuerhalten, die dir schaden und ihr nutzen, um dir und deinen Bedürfnissen keine Zeit und keinen Raum zu geben, um dich auf Abstand zu halten, um hart den Gaslichteffekt einzusetzen, also um zwischen Zuwendung und Abstand zu wechseln, damit du dich noch mehr bemühst, deine Fehler und deine Schuld wieder gut zu machen, aber dich darin total verlierst. Um dich hart auf die Probe zu stellen und zu testen, ob du die missbräuchliche Art längerfristig erträgst und mitträgst, in der Abhängigkeit verbleibst und dich weiter ausbeuten lässt, auch wenn die toxische Seite spürbar wird. Welche Lösungen und Tricks gibt es im Umgang mit diesem Typ Narzisst? Um eine unempathische Person zu stoppen, hilft es, sie auf ihren Mangel an Empathie anzusprechen. Du kannst auch auf die Beziehungsebene oder die Art der Kommunikation eingehen. Beispielsweise kannst du sagen, bemerkst du eigentlich, wie laut du mit mir gerade sprichst? Oder wenn er dich unterbricht, sagst du, willkommen in meinem Satz. Oder du fragst, worum geht's hier eigentlich? Oder auch leicht manipulativ, ich könnte mir vorstellen, dass du mir erstmal offen erklärst, worum es dir geht. Ein bewährter Trick ist, die narzisstische Person zu spiegeln und genau das Gleiche zu sagen und zu tun, was sie mit dir macht. Wickle also dein Gegenüber um den Finger. Frage es aus, schmeichle, fordere die Person heraus und sei überzeugend dabei. Du kannst sie testen, ob sie dir entgegenkommt, ob sie dir einen Gefallen oder einen Wunsch erfüllt, ganz selbstlos, opferbereit, vertrauensvoll und zuverlässig ist. Denn genau das sind sie dann nicht. Wenn du mit Suggestionen, mit Andeutungen, mit Behauptungen und nicht belegbaren Aussagen konfrontiert bist, dann sofort hinterfragen, um die davon galoppierende Argumentationskette voller Märchen und Unwahrheiten zu durchbrechen, bevor sie sich festsetzt in den Köpfen von anderen und auch in deinem eigenen. Versuch herauszufinden, welche verdeckten Ziele, Werte, Stärken und Schwächen die manipulative Person hat. Worum geht's ihr? Und sei wachsam. Überprüfe, ob du gerade Opfer des Gaslichteffekts bist, also ob dein Narzisst alles, was du wahrnimmst, denkst und fühlst, bezweifelt und dir einredet, dass du dich irrst, dass du schwach bist, inkompetent bist, vergesslich, verwirrt und du dein Gegenüber daher brauchst, um durch dein schwieriges Leben zu navigieren, was du in deiner Inkompetenz alleine nie schaffen würdest. Zweifel sind angebracht. Besinne dich unbedingt nur auf das, was du mit Sicherheit und völlig unverfälscht über dich selbst weißt, was du für dich willst und was du an dir magst. Steh dafür ein, egal was andere dazu meinen. Und jetzt zum Schluss noch eine kleine Übung in Selbstempathie. Nimm dir ernsthaft Zeit. Such dir einen ruhigen Platz, schließ die Augen und achte auf deinen Atem. Lass die Gedanken strömen, nimm dich wahr, Körper und Geist. Stell dir mit viel Geduld folgende drei offene Fragen. Was braucht es jetzt? Was brauche ich jetzt? Was ist jetzt gut
für mich? Drei Fragen, die wie ein Trichter zulaufen auf dein innerstes, tief in dir liegendes Selbst. Warte auf die Antwort, die ganz von alleine kommen wird. Warte auf sie wie auf ein Reh, das sich in der Abenddämmerung an der Waldlichtung zeigt. Bleib empathisch und geht achtsam mit euch um.